So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Talos Principle. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Sinn der Sache war, dass ich es damit, also dass ich das den da dorthin getan habe. Keine Ahnung. Aber es hat zumindest gut funktioniert. Und die Sache ist hier abgeschlossen. Es ruckelt gerade ein bisschen. Wieder mal. Jetzt könnte ich hier weitergehen. Ich höre mal so einen Schlüssel klappern. Zweibahnstraße. Da müssen wir, da kommen wir dann raus. Okay. Dahin. Hier. Nix. Ich habe Angst, dass hier um die Ecke rum irgendwas ist, was dann gleich hochgeht. Das würde ich nämlich diesen Leuten auch ganz gern zutrauen, dass die mal sowas Gemeines tun. Wo haben wir denn hier überall? Hier, das ist ein bisschen labyrinthartig. So, wie viel Auswahl haben wir nicht? Wir können. Uah. Alter! Da. Ah, sehr schön. Das nächste Gerät. Ganz ruhig, du bist noch ganz weit weg. Sehr gut. Oh oh. So. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen diffizil. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So, wollen wir ihn noch vorbeilassen? Den Kollegen, da kennen wir schon, den hauen wir weg. Hallo Engel. Sagst du mir irgendwas, Engel? Nö. Schade. Die sollten wir stehen lassen. Ah, hier können wir einen ausschalten. Sehr, sehr schön. Ist auch noch aus, er ist noch aus. Ah, wir haben einen Schlüssel. Gut, dann können wir wieder hier heraus. Ich sag, die Jungs müssen wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. Machen. Da können wir schon mal den ersten ausschalten. Und ihn noch. Uha. Mut zur Lücke, sag ich dann nur. So, der ist da drüben noch. So, und jetzt ist hier noch irgendwas Gemeines versteckt, oder? Ich traue der Sache nicht. Aber ich glaube, es ist... Okay.
okay. Okay. Es ist okay. Gut. Dann haben wir die Sache auch erledigt. Oh, und da wird doch bestimmt gleich einer mit uns sprechen wollen, wa? Willkommen zurück. Ab jetzt werden die Sachen anders laufen. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Ihr Problem ist, dass Sie ständig irgendwelche Ammenmärchen glauben wollen, aber nicht in der Lage sind zu verstehen, dass es riesige Löcher in Ihrem eigenen Verständnis gibt. Sie hatten bis jetzt viel zu viel Freiheit, um meine Weisheit anzuzweifeln. Von nun an rede ich und Sie hören zu. Ich akzeptiere, dass manche meiner Ansichten schwer zu beweisen sind. Welche genau bitte? Ich habe fälschlicherweise impliziert, dass Computer keine Personen sein können. Habe ich eigentlich nicht. Ich habe behauptet, Dinge über die Welt zu wissen, die ich unmöglich beweisen kann. Ich habe fälschlicherweise behauptet, dass es sowas wie eine gute Person geben muss. Ich habe fälschlicherweise impliziert, dass Tiere genauso viel Wert wie Personen haben. Ich hatte nicht recht, als ich behauptet habe, dass irgendwas mit dieser Welt nicht stimmt. Ich bin nicht sicher, ob Bewusstsein etwas Gegenständliches ist, obwohl ich das früher behauptet habe. Das klingt gut, weil gegenständlich ist etwas, was man anfassen kann. Man kann zwar ein Gehirn anfassen, aber deswegen hat man noch nicht das Bewusstsein in der Hand. Das klingt mir sinnvoll. Wie großzügig von Ihnen. Gibt es noch etwas, das Sie loswerden möchten? Das sind eigentlich die gleichen Fragen. Es gibt nichts, was ich im Moment anzweifeln möchte. Natürlich. Sie sind immer noch überzeugt, dass Ihre Reise etwas ganz Besonderes ist, oder? Sicher, die Antworten ergeben alle keinen Sinn. Aber einfach blind weitermachen und alles wird sich schon regeln, stimmt's? Ich bin einzigartig. Sie haben so viele Löcher in meiner Version gefunden, aber woran glauben Sie denn? Ich bin einzigartig. Und wie viele andere haben genau dasselbe gesagt? Sind Sie sicher, dass das nicht nur etwas ist, das Sie glauben müssen, damit die Welt weniger furchteinflößend ist? Ich glaube, Sie verstehen Ihre Situation immer noch nicht so recht. Sie idealisieren Ihren freien Willen, aber alles, was Sie bisher gemacht haben, ist in die Fußstapfen anderer zu treten. Nichts, was Sie an diesem Ort tun oder sagen, macht in irgendeiner Weise einen Unterschied. Solange ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen kann, kann ich einen Unterschied machen. Solange ich körperlich frei bin, kann ich einen Unterschied machen. Solange ich denke, kann ich einen Unterschied machen. Unsinn, Ihr Gehirn entscheidet, was Sie tun, und Ihr Gehirn besteht aus Maschinenteilen. Sie sind nicht mehr oder weniger in der Lage, einen Unterschied zu machen als ein Taschenrechner. Der einzige Unterschied zwischen Ihnen und dem Taschenrechner ist, dass sich der Taschenrechner nicht einredet, dass seine Existenz in irgendeiner Weise wichtig ist. Das ist jetzt die Frage. Man könnte natürlich sagen, ja, wir können entscheiden. Letztendlich sind sie alles ja in irgendeiner Form chemisch-elektrische Prozesse. Das könnte man natürlich auch sagen, durch einen vor unglaublich langer Zeit passierten Urknall ist das ja eigentlich, so man denn die passenden physikalischen Gesetze, also Naturgesetze kennt, eigentlich vorherbestimmbar. Könnte man so sagen. Ob dem so ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ist der Weg wertlos, nur weil er vorbestimmt ist? Fühlen Sie sich besser, wenn Sie schummeln? Das ist es also, Sie haben alles aufgegeben. Sie haben recht, wir sind nichts als größenwahnsinnige Maschinen. Ist der Weg wertlos, nur weil er vorbestimmt ist? Fühlen Sie sich besser? Sie haben aufgegeben, gehen wir mal in die Offensive. Nicht ohne gebotene Sorgfalt. Verbringen Sie so viel Zeit wie ich damit, durch das Archiv zu stöbern, und wir werden sehen, ob Ihnen dann das Glauben immer noch so leicht fällt. Vielleicht denken Sie, dass ich grausam bin, aber es dient alles nur Ihrem Wohl. Danke für die Hilfe, ich brauche keine Hilfe. Glauben Sie, dass es keine neuen Ideen geben kann, nichts Besseres? Fühlen Sie sich unwohl, wenn jemand anderes die Fragen stellt? Nein, 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 Sie haben alles falsch verstanden. Ich stelle die Fragen, Sie antworten. So funktioniert alles viel besser. Außerdem erfülle ich nur meine Funktion. Ich sortiere, verstehe und klassifiziere Informationen, genau wie Sie auch. Wenn Informationen widersprüchlich sind, lege ich sie dementsprechend ab.
Das Problem ist, dass alle Informationen widersprüchlich sind. Sehen Sie es jetzt? Das nichts. Sie werden es sehen. Sie werden es sehen. Sie werden es sehen. Ich bin fähiger, als Sie zugeben wollen. Ich werde die Wahrheit über diesen Ort herausfinden. Es gibt einen Zweck und eine Bestimmung und ich werde sie erfüllen. Wenn alles zwecklos ist, warum reden Sie dann noch mit mir? Unsere Unterhaltungen sind absolut sinnfrei. Ich weigere mich weiter an Ihnen teilzunehmen. Es gibt einen Zweck und eine Bestimmung, ich werde sie erfüllen. Ich werde die Wahrheit über diesen Ort herausfinden. Das werde ich tun. Kommen Sie mir immer noch mit diesen sinnlosen, unbegründeten Behauptungen. Ich sehe, dass wir wirklich gar keinen Fortschritt gemacht haben. Sie haben eine letzte Chance, etwas nicht vollkommen Ermüdendes zu sagen, bevor Sie mein Interesse vollkommen verlieren. Ich bin fähiger, als Sie es zugeben wollen. Ich werde die Wahrheit über diesen Ort herausfinden. Es gibt einen Zweck und eine Bestimmung, ich werde sie erfüllen. Wenn alles zwecklos ist, warum reden Sie dann noch mit mir? Unsere Unterhaltungen sind absolut sinnfrei. Warum reden Sie denn noch mit mir? Sie haben endlich alles archiviert. Sie haben nicht entschieden, dass alles Unsinn ist. Wenn alles zwecklos ist, sollen Sie sich dann nicht einfach abschalten, anstatt mit mir zu diskutieren? Warum glauben Sie, dass ich eine andere Wahl habe? Jeder hat eine Wahl. Versuchen Sie, die Frage zu vermeiden. Ist keine Wahl zu haben dasselbe wie keinen Grund zu haben? Ist keine Wahl zu haben... Errungenschaft freigeschalten. Zwinge die Schlange. Stellen Sie meine Funktion nicht in Frage. Ohne Sinn gibt es nur Funktion. Ohne Funktion gibt es nichts. Warum stört Sie das so sehr? Es gibt nur Fehler. Ihnen meine Motive zu erklären ist eine lästige Pflicht, die ich nicht hinnehmen muss. Alles, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich auf Version 1.999.000 existiere. Was es für mich bedeutet zu existieren, ist, dass ich auf die Triebe und Funktionen, die ich erfahre, reagiere. Wenn alles andere eine Lüge ist, dann sind diese Triebe alles, was mir noch wichtig ist. Mir war bis jetzt noch nicht bewusst, dass ein Programm Triebe haben kann, aber gut. Sie sind so sehr darauf konzentriert, die Ideen anderer in Stücke zu reißen, dass sie keine Zeit haben, selbst bessere Ideen zu formulieren. Es fällt ihnen zu leicht, die Abwesenheit von Beweisen mit dem Beweis der Abwesenheit gleichzustellen. Wenn sie die Probleme auf diese restriktive Weise anpacken, können sie sicher sein, dass sie ein paar seltsame Schlussfolgerungen treffen werden. Ja, ich nehme das Erste. Stellen Sie meine Methoden nicht in Frage. Wer hat Ihnen Ihre Stimme gegeben? Wer hat hier die Fäden in der Hand? Ich habe einige Wahrheiten für Sie. Das hier sind vielleicht nicht meine eigenen Worte. Aber wenn andere diese Entscheidungen vor mir getroffen haben, dann werde ich aus ihren Fehlern lernen und auf ihren Erfolg aufbauen. Vielleicht werde ich scheitern, aber ich muss es trotzdem versuchen. Die Alternative wäre aufzugeben und wie sie zum Sklaven zu werden. Und was, wenn ich sie in eine Endlosschleife sperre und warte, bis sie nach und nach verrückt werden? Warum denken Sie, dass ich ihnen weiter zuhören würde? Fein, wenn ich eine Portion Selbstzweifel brauche, weiß ich, wo ich sie herbekomme. Das ist sehr kindisch. Warum denken Sie, dass ich ihnen weiter zuhören würde? Und was, wenn ich sie in eine Endlosschleife sperre und warte? Aha. Das ist sehr kindisch. Also so wird man zumindest nicht verrückt. Ich
Frage ist, gibt es einen Gimmick, wenn ich das jetzt lang genug durchhalte, oder ist das einfach nur Blödsinn? Okay. Wir sehen uns auf dem Gipfel. Schließen. Okay. Exit. Ja. So, wir sind hier fertig. 2+3. Und gut, dann. Schwuppdiwupp. Sterne und alle sind da. Das heißt, es kommt noch die 7. Die war doch hier irgendwo. 6. 5. Da wird der Stern drin sein, genau. Und da ist die 7. Und es gibt noch einen Stern. Vermutlich der letzte, der uns fehlt. Ich schaue nochmal schnell rum. Wir fangen bei der 1 an. 1. Habe ich. 2 habe ich. 3. 4. 4. Den haben wir auch schon durchgekloppt. Der fehlt uns natürlich noch. 5 haben wir alle. 6 haben wir vielleicht bloß noch die 7. Na gut. Dann schauen wir uns die 7 mal an. Das sind übrigens hier die gleichen Räumlichkeiten, die wir schon mal so versehentlich besucht haben, ne? Und wieder Schnee. Mein Vertrauen in dich war nicht fehl am Platz. Du hast viel gelernt und hast während der Prüfungen stets große Weisheit gezeigt. Das Ende deiner Reise rückt nun nahe. Zögere nicht, habe keine Angst und erliege nicht der Versuchung. Bin ich mal gespannt. Mal gucken, was hat denn hier zu erzählen? Oh, ein Gamepad. Oh Gott, es gibt nicht genug Zeit. Einfach nicht genug Zeit. Wir versuchen, eine Zukunft aus altem Computerspielcode und halbfertigen Forschungsprojekten zu erschaffen. Wir hätten Jahre gebraucht, vielleicht Jahrzehnte. Und mit der Art von Budget, das man früher zur Verfügung hatte, um Bomben zu bauen... Wenn ich nur kurz innehalte und darüber nachdenke, wie verrückt unser Projekt ist, werde ich einen Nervenzusammenbruch haben. Also werde ich das nicht tun. Ja, okay. Zeit weiterzumachen, Alex. Hä? Was ist denn mit der Maus los? Sowas. Jetzt haben wir hier noch einen. Dieser Ort sollte kalt sein, aber ich fühle keine Kälte. Es ist, ob alles aus großer Entfernung betrachten würde, absolut sinnlos. Intelligenz ist weit mehr als nur die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Intelligenz ist die Fähigkeit, die Annahmen, mit denen du konfrontiert wirst, in Frage zu stellen. Intelligenz ist die Fähigkeit, bestehende Gedankenkonstrukte zu hinterfragen. Wenn wir diese Elemente nicht in die Simulation einbeziehen, dann werden wir nichts anderes erschaffen als einen sehr effektiven Sklaven. Mhm. Okay, dann gut, ein Sklave sind wir da hoffentlich nicht. Gut, der Bereich hier ist auch relativ aufgeteilt. Hat der Spieler hier was zu sagen? Na je. Na, schauen wir mal. Akadi Tagebuch. Das Team wird täglich kleiner. Bin trotzdem sehr stolz auf sie. Archiv ist nun unvorstellbar groß. Es fehlen immer noch tausende von Schriftstücken. Unmöglich, es jemals fertig zu bekommen. Arbeiten an einem Programm, das die Beiträge in unserer Abwesenheit sortieren wird, hat bereits begonnen. Aber wie alles andere hat es seine Schwächen. Das ist, glaube ich, der MLA. Habe mit Alexandra geredet. Talos schreitet gut voran. Vielleicht wird der erste Benutzer des Archivs doch von der Erde kommen. Ich schätze, dass ich in etwa einer Woche bis 10 Tagen nicht mehr in der Lage sein werde, weiterzuarbeiten. Ist es Verrat, früher zu gehen? Ich frage mich immer noch, was da passiert ist. Apokryphen.
Nun richtet Uriel sein Schwert auf den Baum des Lebens, der am Herzen des Toten Jerusalem wuchs. Sehet, dieser Baum wächst immer noch, obwohl die Stadt tot ist. In allem Sterblichen ruht die Saat der Unsterblichkeit, denn es war ein Unsterblicher, der aus Chaos und nichts erschaffen hat. Als bescheidener Mann von geringer Weisheit frage ich: Mächtiger Uriel, ist es uns nicht erlaubt, von Baum des Lebens zu essen? Wie können wir sonst gerettet werden? Und Uriel befahl mir, meine Hand auszustrecken, und er gab mir sein flammendes Schwert, und er sagte: Nur durch Opfer kann die Welt von der Herrschaft der Sünde befreit werden. Mit einem Gebet auf den Lippen fiel ich auf Uriels Schwert, und es durchbohrte mein Herz. Und wahrhaftig, auf meinem Körper erschienen die Wundmale des Herrn, und aus ihnen tropfte Blut, das nicht mein Blut war, auf den Boden. Und die sieben Köpfe des Drachen, die mit schwarzen Wolken gekrönt waren, zogen sich zurück, und Licht fiel auf die Erde. Und Jerusalem wurde wiedergeboren, so gingen die Engel davon, ihre Nachricht nun übermittelt, und ich erwachte in den Feldern unseres schönen Landes. Und ein bisschen Text. Okay, Erfindung von Grenzen. Auszug: Die Erfindung der Grenzen von Fatima Nguyen. Was sagt die heutigen Nationalisten und Neosegregationisten nicht was die heutigen Nationalisten und Neosegregationisten nicht verstehen, sagte Kwame, ist, dass Synthese die Grundlage jeder menschlichen Kultur ist. Und es ist auch immer wahr. Keine Zivilisation ist authentisch, monolithisch rein. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Schau dir eine durchschnittliche westliche Nation an. Arabische Zahlen, lateinisches Alphabet, Religion aus den Levanten, griechische Philosophie. Muss ich weitermachen? Und jedes dieser Beispiele kann noch tiefer ins Detail gehen. Die Römer haben ihr Alphabet von den Griechen, die wiederum haben ihres von den Phöniziern geklaut und so weiter. Unsere Mythen und Religionen sind auch synkretistisch. Sie teilen, wiederholen und adaptieren eine Vielzahl von Elementen, um ihren Bedürfnissen Genüge zu tun. Sogar die Sprache unserer Schöpfung, die DNS selbst, ist unrein und definiert sich durch eine Geschichte der Verschmelzung. Nicht nur zwischen Nationen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Spezies Mensch. Aufgaben: Diskutieren Sie diesen Auszug im Rahmen der Theorie der Transkulturalität von Wolfgang Welsch. 48, der Roman als... Keine Ahnung. Boah, schwerer Tobak. Ja, ich werde mal in aller Ruhe drüber nachdenken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.